So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Risen. Ja, wir stehen hier wieder vor dem Problem, dass ich keinen Telekinese-Zauber mehr habe. Aber ich würde da gerne noch hinkommen. Verdammt! Ich habe eben mal ausprobiert, ob ich drüber fliegen kann. Hat auch nicht geklappt. Ich werde trotzdem verbrannt. Na gut, verschieben wir das. Dann machen wir erst das andere. Soll ich da mich runterstürzen? Aber wo kommt denn eigentlich jetzt... Wo ist denn das Schlupfloch? Das wird mich jetzt gerade interessieren. Bingo, da wäre das. Ah, das ist ja eigentlich auch total unnötig. Ich meine, hallo? Warum? Man kann doch auch außenrum gehen. Das bringt nicht wirklich was, finde ich. Ja, ist die Frage, soll ich mich da runterstürzen? Tut das weh? Ein bisschen weh tun wird's. Ja, egal. Brauchen wir jetzt nicht hier unnötig hinauszögern. Ach Mist, aber... Wie geht's jetzt denn weiter? Ich meine... Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Weil, Warte. Nee, ich wollte gerade... Ach, Büste. Mir fehlt doch eine Büste noch, gell? Ich habe nämlich nur eine besetzt. Büste... Ah. Kopf eines Menschen. Ich habe ihn in Priestergrab im Osten der Vulkangrotte gefunden. Ja, mir fehlt jetzt eine. Die funktioniert ja leider nicht. Nipp. Verdammt. Essenkopfbüste. Da steht einfach nur Büste, okay. Haben schon verschiedene Namen. Das kriege ich nicht durch. Ach so, deswegen musste ich wohl da oben hin. Verdammt. Da muss man wohl doch irgendwas machen von da drüben. Wer weiß, habe ich da eine Winde übersehen oder sowas? Ach, verdammt. Okay, das war jetzt unnötig. Das habe ich mich da runterfallen lassen. Ja, oder da durchrennen. Nee, komm, einfach hier runter. Egal. Einfach einen Heiltrank getrunken und zack. Ist das Problem doch gelöst. Und Umweg erspart, sag ich mal. So. Mal gucken, ob ich von hier aus das machen kann oder ob ich da, ob das wirklich was gebracht hat, dass ich da drüben die Falle deaktiviert habe. Gibt es da irgendwas? Oder ich muss mich mit Levitation rüberschwingen. Das ist eine Aschenbestie. Geht das nur mit Levitation? Kann ich mir hier gerade gar nicht so vorstellen. Weil da müsste ja die zweite Büste sein, weil sonst geht es ja nirgendwo weiter. Damn. Ja, da ist eben irgendwie Texturen verschwunden. Sehr gut. Mister. Mist, das sieht auch nichts ab. Das brauche ich ja ewig. Toll. Was macht das sich da echt mit Levitation? Ging das echt nicht anders? Weil ich sehe da jetzt keine Winde oder so, der mir den Eingang dazu öffnen würde. Oh, leck, das dauert ja echt ewig. Mal gerade ausprobieren, ob das mehr abzieht. Nicht wirklich. Geht aber ein bisschen schneller. Genug Mana. Ja, komm, Mana hier. Ich geb dir Mana. Das kann jetzt auch was dauern. Ja, ich könnte mich auch rüberschwingen. Ah, nee, ist alles blöd. Oh, leck. Ach, ist ja alles blöd. Verschwende ich jetzt meine ganzen Mana-Tränke. Bam. Oder habe ich noch einen Zaubertrank, sowas wie ein Feuerball zum Beispiel. Skelett beschwören. Verwandlung in Aschenbestie, magischer Schutz, Berserker. Nee. Pff, Inferno habe ich. Ich könnte höchstens Skelett beschwören.
ist ja alles blöd. Mein Gott. Also dauerte mir das eigentlich zu lange. Ich könnte fast... Mein Plan ist jetzt auszuprobieren, dass ich ein Skelett da versuche rüber zu beschwören, dass es beschäftigt ist. Ich schwinge mich rüber und ja, ich hoffe, dass das Skelett so lange durchhält, bis ich rüber bin und die Waffe gezogen habe. Weil wenn ich jetzt mit Levitation mich rüberschweben lasse, dann bin ich nur kaum nichts im Arsch. Schätze ich mal. Jetzt brauche ich aber nochmal einen Heiltrank. So, okay. Also einmal speichern. Dass das nicht ganz unnötig ist. Skelett beschwören. Irgendwo weiter da drüben. Ich habe das Skelett so weit weg beschwört. Ach, gut. Ah, gut, so klappt das. Ha, hat, ist doch aufgegangen. Schau, speichern. Boah, Alter. Alter, fuck it! What the fuck? Nein! Scheiße! Boah, schnell getrunken. Und... Boah, Alter. Ich dachte, er hätte mich wieder abgewehrt. Puh. Ah, das war hier das Blöde auch. Dass hier direkt... Ja, da ist auch die Büste. Scheiße, ich hasse dich. Kann ich dir sagen, wie... Kann ich da durchschießen eigentlich? Hey, komm her. Ja, komm her. Ja, komm, Butt. Genau, brav. Nochmal abspeichern. Ach, scheiße, der ist auf. Egal. Da kommt man nämlich so nicht durch. Das weiß ich noch. An das kann ich mich erinnern. Aber nicht, dass mal... Ach, da drüben wäre ein Scheißhebel gewesen. Aber da... Pff, das so um die Ecke. Wie soll man da sonst rankommen? Nicht mal mit Telekinese könnte man das umlegen. Hier das Mistding. Ach, egal. Ja. Also, so... Wüsste nicht keinen anderen Weg, wie man das sonst schaffen sollte. Ja, jetzt hier. Das habe ich letztes Mal nämlich ewig gesucht, wie ich es erstmal durchgespielt habe und habe es nicht gefunden. Weil man muss wieder mit Levitation. Was sage ich? Nautilus-Verwandlung da durch. Ja, und dann. Was? Gleich. Hey! What the fuck? Hey! Oh, Scheiße. Mist! Damn, Bro! Alter, wie scheiße ist das denn bitte? Oh nö, ich hätte nicht angreifen sollen. Jetzt nämlich umso schwerer noch, weil er direkt schon die Waffe... Weil sonst, wenn er nicht im Angriffsmodus ist, dann lässt er mich ja in Ruhe in Form von Nautilus. Aber so... Och, scheiße, ich glaube, ich habe nämlich... Oh nö, oder... Oh, puh... Ich habe jetzt ein ernsthaftes Problem. Wie mache ich denn das jetzt? Scheiße. Ich glaube, ich habe nämlich genau dann abgespeichert. Das war jetzt dämlich. Einfach nur dumm. Ja, ich habe vorher schon... Oh, nö. Wie soll ich denn das jetzt schaffen? Außer wer jetzt... ich muss versuchen, ganz schnell mich zu verwandeln. Zurück zu verwandeln. Ah, nein! Ja, er wird schon gleich das Schwert wieder rausgezogen haben. Boah, gut, er lässt mir ein bisschen... Schnaufpause. Speichern, ich speichere jetzt einfach, weil ich jetzt geschafft habe. Ah, lass mich, lass mich, lass mich! Hey, hier ist kein Platz zum Kämpfen, das ist übelst... Okay, das ist sogar sehr gut verlaufen. Okay, so, die Büste. Du warst ein harter Brocken, hier dran zu kommen. So, Hebel runter. Okay, ist der Artefakt nicht vergessen. Aber da ist wahrscheinlich... Nee, doch, keiner. Okay, hätte sein können. Was man da? Axtkampf. Ah, okay.
Ich könnte mal seinen Arkham. Und Telekinese! Wunderbar! Hätte ich das vorher gewusst? Jetzt habe ich nämlich hier nochmal Telekinese. Ach, der Telekinese hätte ich halt vorher gebraucht. Ich gehe da jetzt aber erst. Ich gehe jetzt erst da, wo die Rüstungsteil wohl sein wird, vermute ich. Das war ja bei der anderen Grotte ja auch, dass man die zwei Büsten braucht, um dahin zu kommen, wo das Rüstungsteil ist. Und das wird diesmal genauso sein, würde ich ja sagen. Also gehe ich erst hier hin, bevor ich nämlich auf einmal bräuchte ich Telekinese nämlich dorthin, weil ich weiß es nämlich absolut nicht. Okay, hier die normale Büste. Zack. Und jetzt, genau. Sesam, öffne dich, sage ich nur dazu. Ach ja. Nein, oh, Entschuldigung. Ah. Ja, erstmal du. Der Priester will ich mich nach deinem Tod mit befassen. Boah, dreimal erwischt. Nein, nein. Haha. So, das war's. Nur ein bisschen Gold, egal. So. Und nochmal. Wow, wow, wow. Was wackelt das hier so? Hey, du. Und das Schild der Titanrüstung. Aha. What? Hat er mich zweimal erwischt, der Glückspilz? Haha. Ich hab ihn trotzdem Nee, das sage ich jetzt nicht. Nicht. Behalt's für mich. Irgendwas? Ach so, soweit ich weiß, passiert jetzt noch was? Das werden wir mal jetzt gleich wissen, ob meine Vermutung richtig ist. So, Schild des Titanlords. Finde alle Teile. Boom. Ich bin in der Falle. Titanschild. Eldrick muss die Titanlord-Rüstung neu schmieden. Ja, schön, wie das Licht hier strahlt. Hä? Wo kommt das her, die Lichtstrahlen? Das ist durch die Ritze. Welche Ritze? Ist doch gar keine. So, jetzt müsste sich das geöffnet haben, genau. Und ich muss jetzt erst noch an Priester, ja. An einen Priester vorbei. Oh, angegriffen und gleich wieder zurückgeschreckt. Hui. Haha. Ab und zu klappt's doch. Wo ist denn das Schwert? Ja. Gut, und da ist der Hebel und damit könnte ich es wieder öffnen. Der hat es bestimmt hochgedrückt, dass ich gefangen wurde. Gut. Aber bevor ich jetzt hier rausgehe und damit endlich die östliche Vulkankrotte auch abschließe, werde ich jetzt da hochgehen. Ja, das mache ich. Genau, ich will jetzt wissen, was da noch ist. Da war auf jeden Fall... Ne, weiß ich auch nicht. Pff, keine Ahnung. Hier muss ich jetzt rüberspringen im richtigen Timing. Boah. Das Springen klappt zum Glück. Gut. Puh. Hätte nicht gedacht, dass das doch so lang dauert hier. Wieder zwei Parts gebraucht. So. Telekinese. Raus bist du. Und zack. Hebel. Bam. Nochmal abspeichern, dass ich ja nicht verbrannt werde. Gut. Hat geklappt. Scheiße. Was ist jetzt? Der Hebel. Tatsächlich ist das mies. Oh, hier ist wieder ruhig. Und noch eine Steinplatte. Was soll ich denn damit? Die haben hier im Spiel echt mehr Steinplatten versteckt, als man Weisheit kriegen könnte. Wie ich ihn schon wieder gleich kaputt gehauen habe. Oh, der hat das Schwert noch nicht mehr gezogen. Der hat es noch ausgerüstet gehabt. Krass. So, jetzt müsste ich aber nochmal was hochmachen, damit die Falle deaktiviert ist. Bingo. Ja, nochmal pressern. Okay, alles klar. Den ganzen Vulkankrotte, östliche Vulkankrotte abgeschlossen. Sehr schön. Ja, alles abgeschlossen. Das ist ja nur Lava. Ah, dafür ist das Zeichen. Ich denke immer, das sei einfach nur das Symbol für die Lava. Okay. Haha, das hat mich nichts abgezogen gekriegt. Nice. Okay, nix wie raus hier. Das ist verfluchten Grotte. Ah ja, draußen geht's mit Monster Manson weiter. Da waren ja noch einige Riesenskorpione, die wir jetzt noch platt machen werden. Okay. Da haben wir das auch. Haben wir das alles? Ja. Ich
würde ja echt mal gerne wissen, was da steht. Das ist ja unverständliche Sprache geschrieben. Sonst, ne, ganz viele Obsidianen zum Schürfen, wenn wir es bräuchte. Dann mal speichern die Arme. Sicher ist sicher. Hoho, Alter, drei Stück ohne einen Schaden zu kriegen. So, kannst du weitergehen. Da unten ist Gold oder so. Wo geht's denn da oben lang? Ah, da ist auch noch eine. Nein, nein, verdammt. Da besiege ich den zuerst, dass der mich nicht nervt. Komm. Ja, komm her, du Brontok. Jetzt habe ich es mir gemerkt. Oh, ich hasse diese Viecher. Ah. Was? Jetzt aber. Mein Gott. Viel abziehen tun sie mir ja zum Glück nicht mehr, aber es sind irgendwie nervig. Genauso wie die Wildschweine am Anfang halt. Das ist die gesteigerte Form. Die Weiterentwicklung. Wildschwein entwickelt sich zu Brontok. Lol, jetzt vermischt hier alles Mögliche. Digimon. Hey! Nichts zu melden hast du hier. Du sollst einfach nur sterben und mir die Erfahrung geben. Pff, sind die leichter zu besiegen. Echt mal. Mittlerweile ist das echt eigentlich gar nicht mehr schwer, wenn man es mit dem Ausweichen raus hat. Zumindest ohne Schild ist ja echt eh logischer und realistischer, wenn man dann ausweichen muss. Weil so ein gammlicher Stab, das bietet doch keinen Schutz. Kann man ganz leicht daneben schlagen. Ich meine jetzt die Angreifer halt, meine Feinde. Können ja ganz leicht die Verteidigung aus... ja... überwinden. Hey, what? Auch ausnehmen. Ja, das könnte ich eigentlich auch mal verkaufen. Dann hätte ich noch mehr Geld. So, auch weg. Was liegt denn da? Ein Skelett noch? Ja, sieht ja ein Skelett aus. Pff, lassen die sich leicht abmetzeln hier. Das ist ja echt zu einfach schon. Echt zu einfach. Gut, dann haben wir das auch hier. Alles klar. Damit sind die Vulkangrotten endlich abgeschlossen. Drei Parts insgesamt. Zwei Rüstungsteile, ja, geht so. Gut. Ist hier hinten noch was? Nee, nee, nee. Okay, alles abgedeckt. Wuhu. Hat ja gut geklappt. Bin ich stolz auf mich. Und das wäre auch nochmal eine Karte unter dem... Hey, warum in zwei Richtungen? Ich habe doch schon eine Karte. Warum zweimal? Je nachdem, von welcher Seite man kommt oder was. Oh nee, ich glaube, ja, die richtigen Brocken kommen ja noch. Wenn ich da rauskomme, dann müssten... ja, das habt ihr gesehen. Oder das ist nämlich da, wo ich eigentlich mit dem Dings noch hin wollte. Drei Stück! Are you kidding me? Ah, Selbstmord. Ich hoffe, ich kann nur einen irgendwie anlocken. Der sieht mich, der misst mich eigentlich zuerst. Alter, was man dicht dran muss. Gut, der eine hat mich nicht gesehen. Zwei reichen auch. Oh, leck mich am Arsch. Das, als die Ogre, die haben es faustig in den Ohren. Ah, Mist, ey. Boah, einer schon mal weg. Hilfe! Boah, hätte er mich jetzt erwischt, der hätte mir fast alles meiner Leben abziehen können. Ah, nein! Boah, normaler Schlag und die Hälfte Leben weg. Ja, ja, nee, ist klar. Boah, na, what the fuck? Boah, bleib ich da hängen? Ist das eine Scheiße? Ich werde dich zermatschen. Nein, bitte nicht. Hä, wo ist er? Wo ist er? Hä, wo ist er hin? Oh, da. Ich speichere nochmal ab, bevor ich hier drauf gehe. Oh, geschafft. Naja, nicht ohne Grund geben die hier 300 Erfahrung.
Okay, der letzte Ogre mache ich jetzt auch noch. Oh, den könnte ich auch noch. Warum haben die Bier dabei? Sind das Säufer oder was? Weil die Folge ist eigentlich auch schon wieder rum. Mein Gott, habe ich echt eine ganze Folge hier gebraucht, um wieder rauszukommen. Ah, es hat automatisch gespeichert, das ist gut. Dann kann ich den... Ah, bam. Boah, den darf man nicht erwischen. Wow, geile Aktion. Ich meine, ein geiler Flug. Da müssen wir echt Punkte schon vergeben. Für so eine Aktion. Das sieht echt so aus, wenn man von da drin, da denkt man, müsste durch einen Wasserfall gehen. Aber nein, das ist nur vorher hier im Vorsprung. Mal hier, wie das Wasser steht. Naja, das sieht ein bisschen unrealistisch aus. Aber egal. Das müsste sich weggespült werden. Boah. Und jetzt sind wir hier oberhalb. Ja, da unten, da ist ja da ein Eingang zur Vulkanfestung. So schließt sich der Kreis. So, haben wir fast die ganze Insel abgedeckt, wirklich. Also mir fehlen trotzdem immer noch zwei Teleporter. Die muss ich jetzt, nachdem ich die Rüstung jetzt geschmiedet werde, kommen ja praktischerweise genau da aus. Also wir kommen jetzt ja hier runter zum Druiden Eldrick. Da kann man die Rüstung neu schmieden. Das ist immer wunderbar vorbereitet für den Kampf. Und dann werde ich die zwei Teleportsteine, die letzten zwei, suchen gehen. Weil, irgendwie habe ich die verpasst. Naja, gut. Aber das ist Zukunftsmusik. Also... wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Ja, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, lasst Kritik da. Und wir sehen uns. Ciao.